Und damit wieder zurück zu Final Fantasy 15. Ja, wir müssen jetzt das Vermächtnis einlösen. Was das genau bedeutet, keine Ahnung, aber wir werden erstmal was lesen. Uri Gambles Jagdtagebuch Nummer 3, die Begegnung. Gerade dachte ich, ich hätte mich an das Jägerleben gewöhnt, da trug man mir auf, einen vermissten Bergsteiger zu retten. Leider handelte es sich bei dem Berg um einen Vulkan. Ein falscher Schritt und ich wäre in einen Lavapool gerutscht. Verlaufen habe ich mich natürlich trotzdem und ich wollte schon fast kehrt machen, als ich wie durch Zufall auf den Vermissten stieß. Zwei ganze Tage hat der arme Tropf mit verstauchten Beinen seiner Rettung geharrt. Ah, neues Rezept habe ich entdeckt dadurch. Supi! Und wir treffen uns jetzt mit Chor am Königsgrab. Oh, Königsgrab. Und dadurch, dass ich ja nebenbei noch Ark spiele, will ich eigentlich die. Irgendwie nie eine Pause zu machen. Die Bische. Ja, erst Insomnia, dann Hammerhead, dann das Königsgrab. Man sollte ihn Chor den Rastlosen nennen. Wäre aber nicht so cool wie der und. Achtung, wilde Bestie, Gebiet nur in Begleitung eines Jägers betreten. Der Name erklärt auch, wie er es aus Insomnia geschafft hat. Ach, der hat einfach nur Glück. Das hat nichts mit Glück zu tun. Du denkst doch nicht im Ernst, er hätte all seine Kämpfe nur durch Zufall überlebt. Natürlich. Nur mit Zufall hat er es überlebt. Oh. So drauf losstürmen? Na, was schlägst du denn vor? Einen Überraschungsangriff von hinten. Das kriegst du doch hin, oder? Okay. Auf jeden Fall. Also dann. Na, was machst du jetzt hier? Hä? Soll ich einen Überraschungsangriff machen? Okay. Das wäre dann wohl erledigt. Ja. Bevor es schlecht wird. Das war einfach. Das wäre schade. An einem Grab. Es hat sicher etwas mit dem Vermächtnis der Luzis zu tun. Wir werden es bald rausfinden. Das Vermächtnis. Vermächtnis. Das Vermächtnis der Luzis. Na komm her, mein Freund. Gegen Feuer mit Pistolen und Dolchen. Wir machen dich kaputt, mein Freund. So, was ist der Letzte? Noch einer. Wunderbar. So. Dann gehen wir mal zu Chor. Und schauen, was uns erwartet. In der Grabkammer. General? Ihr habt hergefunden. Gut. Und jetzt? Was soll ich an einem alten Grab? Dir die Kraft deiner Ahnen holen. Sie liegt in den Königswaffen. Die Waffen sind dein Erbe. Dein Erbe. Als neuer König. Als König wovon denn bitte? Dies ist weder Zeit noch Ort für kindische Rebellion. Ein König muss sein Volk schützen.
So wie mein Vater es tat. Wie viele starben? Nur damit sein eigener Sohn leben konnte. Noctis, Regis hat getan, was er tun musste. Um sein Volk, dein Volk, zu retten. Mein Volk? Mein Volk? Hat er mir da nichts gesagt, verdammt! Er hat mich mit einem Lächeln verabschiedet! Ich war... völlig ahnungslos. Er war mehr als nur ein König. An jenem Tag wollte er einfach nur dein Vater sein. Er wusste, dass sein Erbe, dass du die richtigen Entscheidungen treffen würdest. Hoffentlich hat er sich da nicht getäuscht. Die Königswaffe. Das Schicksal der Lucis liegt in deinen Händen. Was ich mich gerade frage, ist die Stimme von Noctis die deutsche Stimme, die deutsche Synchrostimme von Leonardo DiCaprio? Kann das sein? Das ist natürlich cool. Die Königswaffen sind mystische Waffen. In deinen geheimen Kräften der alten Könige von Lucis verborgen sind. Sie können nur von Noctis eingesetzt werden und der Einsatz zerrt an deiner Lebenskraft. Sie sind sehr mächtig, doch Noctis läuft schnell Gefahr, in den kritischen Zustand zu wechseln. Es empfiehlt sich daher stets ausreichend Medikamente zum Heilen von LP zur Hand zu haben, um die verlorene LP auszugleichen. Mit den Königswaffen sind außerdem keine Kombos möglich. Ja toll, und für was brauchst du die dann? Das Schwert der Weisen. Okay. Ausrüstung, dann schauen wir mal nach. Noctis, und zwar die, na, die Lanze brauchen wir gar nicht, ne? So, gucken wir nach. Schwert der Weisen. 100 Lebenspunkte dazu. 30 auf Faust. Keine Ahnung. Krass. Nehmen wir mal mit rein, mal gucken. So, können wir mit denen nochmal quatschen? Noctis, du wirst dich mit deinen Freunden auf die Suche nach der Kraft der Könige machen. Jawohl. Nicht allzu weit von hier liegt noch ein Königsgrab verborgen. Noch immer sind viele Gräber erhalten. Der Weg zu ihnen ist jedoch äußerst gefährlich. Daher werde ich euch eine Weile begleiten. Ich muss mich erst davon überzeugen, dass ihr auch alleine klarkommt. Hallo, wir sind bisher hergekommen. Gibt es denn insgesamt? Es gibt 13 luzische Königsgräber, in denen Waffen verborgen sind. Leider sind uns nicht alle Positionen bekannt. Die Meldatio-Jäger sind bereits damit beschäftigt, die verschollenen Gräber ausfindig zu machen. Aha. Und wir sollen jetzt wohin? Zur Kikatrik-Schanze. Tief in den Ruinen wurde ein Königsgrab gefunden. Keine Befehle für mich? Nein, wie gesagt, gib jetzt nicht ab. Trainiere jeden Tag. Jawohl, wird gemacht. Sehr gut. Ist ja gar nicht mal so schlecht. Da sind wir der Transporter. Kommen die zu uns? Ah, die landen hier hinten, alles klar. Dann werden wir uns denen mal nicht beugen, sondern angreifen. Das ist schon der Erste. War dies der Schauplatz heftiger Gefechte mit dem Imperium. Später wurde dieser Ort verlassen und die imperiale Armee begann ihn für ihre Zwecke zu nutzen. Wirklich? Schon wieder? Ihnen wird Hören und Sehen vergehen. Wir haben gerade Erfahrungspunkte bekommen. Trotzdem können wir sie besiegen. Eure Kräfte sind begrenzt, also nutzt euren Verstand. Wie ist die Lage? Das geht nie ab. Wir müssen uns wohl auf ein längeres Gefecht einstellen. Aber der macht schon ganz schön viel Schaden, ja, ne?
Ach du Gott. Warum sind die auch so stark, ey? Mal nach. Da müssen wir ganz schön lange hier. Ganz schön lange schauen. Ach, ich glaube, es ist Katana, oder? Gegen den? Ja. Das ist schon ziemlich stark hier, der Kunde. Schon wieder kritisch. Schauen wir mal nach, ob wir das hinkriegen, ja? Kleiner mal einen Heiltrank an Ignis geben. So. Ziel, jetzt machen wir erstmal markieren. So, Heiltrank, Noctis. Yeah. Was hast du, Ignis? Mir ist ein neues Rezept eingefallen. Oh, da freue ich mich drauf. Ein dicker Eintopf. Schön. Sehr schön. Das war jetzt nicht so prickelnd, dass jetzt hier so ein starker Gegner da am Start ist. Aber okay. Der war dann doch wohl etwas stärker, als ich dachte. Aber wir haben uns ja eigentlich wacker geschlagen. Gegen den. Was haben wir hier? Das wird eine tolle Farbe abgeben. Silberstab im Auto. Was haben wir hier? Was ist das? Bio Blaster. Oh. Bio Blaster wäre doch eigentlich für. Was kann ein Chor tragen? Kann man nichts auswählen. Der Löwenherz geht nicht. Okay. Prompto. Nee, kann auch nicht. Nebenhand. Hier, Bio Blaster. Jawohl. So, was haben wir hier? Hier ist er stärker etwas. Unijacke. Unijacke ist er stärker. Hat auch weniger HP. So, Ignis. Freizeitleitung. Dann machen wir den mal hier die komplett normale. Ne? Die komplett normale Rüstung ran. So. Noctis hat ja sowieso schon. Aber. Ne, bringt nichts, okay. Aber, was haben denn. Haben unsere Waffen irgendwie ein Level, was die noch steigen kann? Nee, ne? Okay, naja. Ist ja nicht ganz so schlimm. Gut, jetzt gehen wir es mal rein. Und versuchen wir hier zu erkunden, was hier auch nur ich denke, zu finden sein mag. Nehmt diesen Schlüssel hier. Eröffnet die anderen Königsgräber. Dankeschön. Verlasst euch aufeinander. Eure ganze Stärke bringt euch nichts, wenn ihr nicht zusammenhaltet.
Und was machst du jetzt, Cor? Ich werde die Niffen weiter beobachten und unseren nächsten Zug planen. Macht euch keine Gedanken. Ich komme zurecht. Vorhang auf. Okay. Sei vorsichtig. Los geht's. Na, dann schauen wir mal nach, was hier abgeht. Seht euch vor. So. Eine Tür. Was für ein seltsamer Ort. Sieht aus, als hätte hier jemand gewohnt. In diesem Loch? Vielleicht mussten sie vor etwas hierhin fliehen. Oh, Teilsplitter. Was meint ihr? Sind die immer noch hier? Klar. Was ist das für ein Kabel? Es führt hier rüber. Es muss mit irgendetwas verbunden sein. Ein Generator? Sieht so aus. Ob der noch läuft. Oh, und es ward Licht. Wurde aber auch Zeit. Und es ward Licht. Wurde aber auch Zeit. Elektrolytkondensator. So, was geht hier hinten ab? Hier geht nichts ab. Okay. Dann laufen wir mal hinter. Und hoffen, dass wir jetzt das nächste Schwert bekommen oder die nächste Waffe der Luzis bekommen. Der Luzis. Was war das? Sorry. Okay. Mann, du Trampeltier. Hatte beinahe den Herzinfarkt. Was war das? Die Decke. Ein Carbonreif. Also machen wir es kurz. Haben wir hier noch was? Ein Carbonreif. Der ist ja besser als unser jetziger Reif. Bow. Ablegen gibt uns. Ah, na. Das Granatenband gibt uns 30 mehr Schaden. Aber wir könnten es für Gladius einsetzen. Und zwar den Carbonreif. Guck mal, der hat schon 1000. 1000. Boah, das ist gut. Fieses Geräusch. Irgendwas wartet auf uns. Hinter der nächsten Ecke. Ich hab's im Gefühl. Du hast bloß Schiss. Frostetes Metallstück. Okay. Sehr episch. Sehr epischer Moment hier. Die Tür ist verschlossen. Nicht unser. Mann, bist du stur. Die ist zu. Oh nee. Hallo. Ist auch zu. Hier ist auch abgeschlossen. Die Richtung wirkt jedenfalls vielversprechend. Finde ich auch. Oh ja. So, was haben wir hier? Wollt ihr nicht nachschauen? Von mir aus müssen wir nicht. Also bleiben lassen? Okay. Schauen wir mal nach, was wir noch so finden können. Ist auch noch was zu entdecken? Hier geht's nicht weiter. Ich hätte schwören können. Was zur Hölle? Stromausfall? Oh. Jetzt leg ich los. Ach, das sind die Goblins hier, oder was? Natürlich wollen die... Ach, komm. Sehr schön. Also wenn ich an den Kämpfen nicht so großartig rede, dann hat es einfach nur den Sinn, dass ich mich so konzentrieren muss drauf. Ah, das dürfte ja eigentlich alles ganz smooth sein. Ob der Generator den Geist aufgegeben hat? Gedenkmünze. Los weiter. Ob der General den Generator ausgemacht hat? Hä? Was geht mit dir ab, ey? Passieren. Oh, wieder sehr edel gemacht. Oh. Okay, ein bisschen verpixelt hier. Aber sehr, sehr nice. Sehr geile Umgebung, sehr geile Atmosphäre und auch der Charme und der Witz, der passt hier perfekt rein. So, schauen wir mal hinter, was wir hier noch haben. Liegt noch was rum? Lasersensor, krass. Ich glaube, hier müssen wir gleich rein, aber ich möchte noch etwas erkunden. Guck mal, noch ein General. So dann. Ich bin überwältigt. So bin ich halt. Auf welcher Seite stehst du? War keine Absicht.
War keine Absicht. Geht er auch an? Sehr gut. Okay, da kann man nicht ran. Okay, jetzt geht's weiter hier. Zwecklos. Mann? Hä? Okay, wir müssen jetzt geradeaus hier, oder? Geht's so aber nicht lang? Da müssen wir dann hinten lang laufen, alles klar. Dann hilft das leider nichts. Dann müssen wir hinten lang. Ach, die Ausdauer. Ja, ist in Ordnung. Ist doch in Ordnung. So, da können wir gleich rein, aber ich möchte erstmal hier noch ein Elixier aufheben. Wir kriegen ja sehr, sehr gute Dinge. Was ist denn, wenn ich jetzt eigentlich den Heiltrank... Geht nicht. Ich bräuchte jetzt ein... Bräuchte jetzt ein Elixier? Aha. Um da die maximale HP wieder rauszubekommen. Oder einen... Nicht Speicherpunkt, sondern... Wartet. Habt ihr das gehört? Okay, das absorbieren wir. Alles klar. Was haben wir da hinten noch? Hier sind da bestimmt jetzt Gegner, oder? Kommt raus, wo immer ihr auch steckt. Oh, wie kann man denn so detailverliebt sein? Ist das schön. So eine alte Dusche hier von der Anlage. Im Übrigen, wir können jetzt auch gleich mal schnell ein paar Zauber machen. Ne, wo war's? Magie unten, genau. Und zwar... nehmen wir mal Feuer. Nehmen mal alles mit, was geht hier. Feuer, Eis und Blitz. Und dazu noch... Was nehmen wir dann noch mit? Fongo Ango. Giftfeuer. Fluchfeuer. Lockt Feuer und heilt die LP des Anwenders. Auch nicht schlecht. Feuer mal 3, das bringt uns nichts hier. Was haben wir hier? Mit Gift. Tattoo Kralle bringt nichts. Stopp, Drachenschuppe. Ah, oh, nicht schlecht. Dann machen wir den Skorpionstachel mit rein. Synthese. Giftfeuer, 3-mal. Wunderbar. Jetzt kriegt er das hier und fertig ist der Lack. Super. Oh, das sieht gut aus. Auf eine schlechte Art. Seht euch besser vor. Eine Auto-Armbrust. Wir haben doch gerade erst was bekommen für ihn. Für Prompto. So, was ist denn jetzt daran der Unterschied? Greift mit Schockwellen an und versprüht gleichzeitig einen tödlichen Giftnebel. Diese Maschine feuert zahlreiche scharfe Bolzen in schneller Folge ab. Die macht schlechter, ne? Okay, bringt aber mehr Lebenspunkte mit sich. Nehmen wir die Auto-Armbrust. Ach, hier haben wir doch das mit der Ausrüstung gerade gehabt. Prompto? Ach ne, das sind nicht die Ausrüstung, das sind die Fähigkeiten, die wir haben. Gut. So, hier unten geht's gleich weiter, ne? Genau. Also wieder zurück. Und das hier aufgehoben. Ein super Elixier. Das heilt uns dann bestimmt komplett. Ach, die Musik ist noch episch dazu. So, jetzt kommen gleich wieder Feinde. So, von hier wären wir gekommen. Was zur Hölle ist denn das? Eine Riesenspinne? What is los? Da brauchen wir ganz schön lange mit analysieren hier, unser Freund Nase. Masamune und Feuer. Das ist gut. Das ist gut. Wir wechseln erstmal die Waffe. Wir machen erstmal hier das. Ach du Gott. Hey, alles klar bei dir? Ach, nur ein paar Schrauben.
Die heilt sich ja, oder was? Was ist denn da los, ey? Ach, komm schon jetzt hier. Was ist mit dieser Spinne los hier, ey? Sturm. Da schon auf mich, oder was? Jetzt hier, Bats. Keine Chance. Das war jetzt aber sehr knapp und sehr eklig vor allem. Das sind blöde Riesenspinne, die ist dann schon... Wah. Arachnophobisch. So, wir kommen dem Grab, denke ich mal, näher. Aber ich würde jetzt erstmal noch schnell ein Elixier... Ignis, ne. Heiltrank? Warum? Hä? Warum nur mich? Na. Die werden das schon irgendwie überleben. Was ist denn jetzt schon wieder? Was denn? Okay, wir müssen da lang. Hier ist die Grabkammer. Das nächste Königsgrab. Und was wir hier bekommen, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's nach, macht's besser. Euer Rico, bis morgen.